Cooking TV wird Ihnen präsentiert von Ihren Nah- und Frisch-Kaufleuten. Ich heiße Wagner Andrea und komme aus Groß-Göttfritz. Göttfritz ist ein Waldviertel, Bezirk Zwettl. Ich koche irrsinnig gern, leidenschaftlich backe ich gerne, probiere auch immer wieder neue Sachen aus. Ich mache euch heute eine Kaffeekranzschnitte. Für den Teig brauche ich Eier, Zucker, Vanillezucker, ein 8 Liter Öl, ein 8 Liter Wasser, Mehl, Backpulver. Die Zubereitung für den Teig ist die Dotter mit Zucker schaumig rühren. In den Zucker gebe ich den Vanillezucker. Danach wird das Öl und das Wasser leicht eingeschlagen. Das Wasser lauwarm, da der Teig fülliger und flaumiger wird. Zum Schluss hebe ich das Mehl mit dem Backpulver und den Schnee darunter. Das Ganze lasse ich bei 170-80 Grad 30 bis 40 Minuten im Backrohr bei Oberhitze und Unterhitze backen. Während der Teig im Ofen ist, können wir die Creme herrichten. Für die Creme brauche ich Marillenmarmelade, ein Backerl Quimmig, ein Backerl Schlagobers, Vanillejoghurt und Kaffeejoghurt. Das Quimmig schlage ich auf. Dazu gebe ich Vanillejoghurt und Kaffeejoghurt. Man kann ein bisschen Zucker dazugeben, muss man aber nicht. Zum Schluss hebe ich den geschlagenen Schnee darunter. Wenn der Boden dann fertig gebacken ist, und kaltgestellt worden ist, streiche ich eine Marillenmarmelade darauf. Gebe dann die Creme darauf. Ganz zum Schluss gebe ich die Kaffeekranzkekse darauf und in den Kaffeekränzen gebe ich zum Schluss noch einen Tupf Marillenmarmelade als Verzierung drauf. Ganz besonders gern mache ich das für meine Kinder, da meine Kinder das Süße lieben. Ich wünsche euch guten Appetit und gutes Gelingen. Cooking TV wurde Ihnen präsentiert von Ihren Nah- und Frisch-Kaufleuten.